Gehen wir erstmal ins Bett. Wenn es wirklich dunkel wird. Ja, es wird. So, wir haben jetzt 1,36 aufgenommen. Ich kann also noch ein bisschen was bauen und kann also zum Beispiel mal hier sich überlegen, das ganze Ding noch umzubauen. Das heißt, den Weg vielleicht hier geradeaus durchbauen. Moment. Den Weg hier geradeaus durchbauen. Und dann hier rauskommen lassen. So, das wird der Weg. Die Treppe verlegen wir dann ein bisschen auf die Seite. Das heißt, wir bauen dann hier die Treppe hin. Irgendwie gefällt mir das besser. Nicht warum, habe ich mir letztens beim Schneiden überlegt. Da dachte ich mir, irgendwie gefällt dir das besser, wenn die Treppe hier ist. So. Hier bauen wir dann hier dann sozusagen hier hoch. Ich weiß nicht, ist das Geschmackssache. Ich meine, die kann auch da sein, aber wenn der Weg dann geradeaus da durchgeht, ich glaube, das ist dann, kommt dann irgendwie noch ein bisschen besser. Erstmal die neue Treppe bauen, dann reißen wir die alte ab, nicht wahr? Treppe. So, das nehmen wir noch mal aus, dann da. Das Lager müssen wir dann noch verlegen. Wo können wir das Lager hinpacken? Wir haben dann ja diese Treppe weg. Ne? Wir haben dann diese Treppe. Diese fällt ja dann raus. So, dann bauen wir erstmal Fluxia sozusagen die provisorische Mauer. Das heißt, hier geht jetzt der Ausgang lang. Aber so wie sie gebaut sind, kriegen die das schnell mit. So wie sie gestrickt sind, wollte ich sagen. So, wo können wir dann das Lager hinpacken? Das Lager könnten wir praktisch direkt hier vorne, sag ich mal, so gegenüber von denen. Ziehen wir hier vielleicht noch eins weiter. Also, das wird dann... Ne, da kommen wir dann mit der Treppe ins Gehege. Also, das ist schon okay. Dann machen wir hier das Lager rein. Hoppsa. So. Und euch lassen wir in Ruhe. So, hier kommt dann der Weg lang.
Ja, ich möchte euch ja auch gerne, Halbsteine, ich möchte euch ja auch gerne dann mal irgendwann eine Kneipe anbieten, damit der Musikant auch ein bisschen fröhlicher gestimmt ist. Hier können wir generell einen größeren Freiplatz machen. So, brauche ich die Steinziegel. Halbteile da. Guckt mal da oben rechts auf die Minimap. Was ich da bei der letzten Aufnahme gesehen habe, was da aufgeblitzt ist, ja, das ist, wenn er auf den Tagmodus umschaltet, zack, so, und wenn ich in den Höhlenmodus reingehe, zack, das war das. Einfache Erklärung. So, was wollte ich jetzt, diese Dinger da. Starnziegel. Hier, das reicht auf jeden Fall. So viel brauchen wir gar nicht. Bett brauche ich da auch nicht. Das kann ich mit da einpacken. So, immer wieder das Gleiche. Wir drehen uns in die Richtung, könnten uns in der andere drehen. So. Also der Virus. Ich hoffe, ihr überlebt das. Das ist nämlich bei einer. Hallo Jungs. Oder Mädels oder was auch immer ihr seid. Das ist Liliana, ein Mädel. Das ist Eloise, ein Mädel. Und das ist Veronika. Sind hier nur die Frauen am Arbeiten? Ist das soweit mit der Gleichberechtigung, dass die Männer auf der Frauenhaut liegen können? Erstmal einen großen Raum, naja, großen Raum hinsetzen. Das ist. Hallo, wer bist du? Eloise, die kenne ich schon. Isabella, ja, ich habe nichts für euch im Moment. Also ihr könnt mal einen großen Raum machen. Dann müssen wir natürlich noch schauen. Wie wir das hier mit den Fenstern machen. Hier wird dann alles aufgefüllt. Wir haben ja jetzt genug von dem Zeug. Ja, also Virus. Bei jungen Leuten ist das ja, wie gesagt, oftmals ein bisschen mit leichteren Symptomen verbunden. Manche merken das gar nicht. Das heißt, der Virus ist eigentlich von Natur aus schon relativ gut an den Menschen angepasst, weil er nur eine geringe Mortalitätsrate hat. Die liegt jetzt etwa, wenn man kann sich das ja angucken, die Fallzahlen, ja, also die. Zahlen, das heißt, wie viele Erkrankte es gibt, dann guckt man, wie viele gestorben sind, und daraus bildet man dann die
Die Mortalitätsrate, ja. Also sozusagen Tote in Prozent von den Erkrankten. Schnell noch ausfackeln, ja. Und dann ab in die Haie. Auf die Methode. Die Weise, Art und Weise bekommt man natürlich eine zu geringe Mortalitätsrate. Denn man kann ja nicht einfach die Erkrankten nehmen, denn es dauert ja eine Weile, bis die Kranken dann auch sterben, wenn sie denn sterben. So, das heißt, irgendwo in einem Video hat dann einer gesagt, er rechnet dann 9 Tage. Und wenn man das macht, also die Todesfälle mit den Erkrankten von vor 9 Tagen in Beziehung setzt, dann kommt man auf höhere Werte. Aber die beiden Werte gleichen sich jetzt so allmählich an mit der Zeit und liegen zwischen 3 und 4%. Das ist also deutlich weniger als SARS, wo es also 10% waren, aber aufgrund der starken Ansteckungsgefahr, die man hier mit diesem Virus hat, hier wollte ich ja noch, genau, da wollte ich das noch machen und hier auch. Huch, Hilfe! Hier dann mal so optische Kickerlitzchen hier rein, dass das hübsch ausschaut. Haben wir hier auch noch einen? Ja. Hier ist auch noch einer. Soll ja alles schön aussehen. So, und dann müssen wir hier auch noch einen hinsetzen. Also 3 bis 4%. Wobei es da einen Unterschied gibt, nicht wahr? Ältere Leute, über 80-Jährige, habe ich gehört, sind bei 15 bis 20%. Das ist schon eine ganze Menge. Und Leute wie ich, wir sind auch bei 8%, also so was man über zwischen 60 und 70 hat. Die Übertragung ist ähnlich wie bei einer Grippe, das heißt, man kann angenießt werden, man kann sich mit Schmierinfektion infizieren. Das bedeutet, dass man zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf die Tastatur niese, dass der Virus dann da noch ein paar Tage oder Stunden aktiv bleibt. Und hier in der Wohnung, naja, ich weiß nicht, ob es ein paar Stunden sind, ob es ein paar Tage sind, meine ich, aber wenn man dann da drauf fasst und sich dann ins Gesicht fasst, dann kann das zur Erkrankung führen. Es kann auch zur Erkrankung führen, wenn man zum Beispiel Körperflüssigkeiten austauscht. Also zum Beispiel, indem man dem anderen einen Kuss gibt. Ja, wie war denn das hier mit den
Erkrankten in Heinsberg. Das ist nicht allzu weit weg von hier. Also Nordrhein-Westfalen, wo ich jetzt hier bin, ist tatsächlich im Moment das am stärksten betroffene Gebiet. Ist schon ein bisschen seltsam. Ein Kollege kommt aus Heinsberg von mir. Ich habe aber im Moment Urlaub. Und habe schon so lange Urlaub, seit Mitte Februar, dass er mich wohl noch nicht angesteckt hat. Toi, toi, toi. So, hier müssen wir noch ein bisschen Erde. Habe ich Erde dabei? Die habe ich weggetan. Müssten wir hier noch ein bisschen Erde hinpacken. So, Stufen. Stufen brauchen wir erstmal nicht. Wir machen das auf eine andere Art und Weise, indem ich hier erstmal hochgehe. So. So soll das dann aussehen. Dieser Weg kommt noch weg. Ich kann ja hier schon mal dieses entkernen. Das brauchen wir nicht mehr. Ja, jetzt müssen wir doch noch mal Erde holen. Hier machen wir mal Licht hin. Das heißt, das können wir auch ganz wegreißen. Das ist eine Innenwand. Entschuldigung. Was rennst du mir auch immer hier? Durch meine Axt. Hallo, Mädel. Jetzt muss ich doch wieder diese Wand aufstellen. Leichte Orientierungsschwierigkeiten, also ist auch völlig übermüdet oder völlig daneben. Was wollte ich? Erde holen. Der Vorteil bei diesen Coronaviren, sie sind RNA-Viren, hatte ich schon mal in einer der vorigen Folgen erzählt. RNA-Viren zeichnen sich dadurch aus, dass sie halt ihr Erbgut ein bisschen empfindlicher gelagert haben als DNA-Viren zum Beispiel. Ich wüsste jetzt nicht aus A auf Anhieb, was ein DNA-Virus ist. Vielleicht schlage ich das mal nach und trage es euch dann hier, hopsa, Inventar, trage es euch dann hier rein.
Ja, das machen wir hier schon mal weg. Hey, ist verkehrt. So, das machen wir hier schon mal weg. Da unten habe ich überhaupt das alles da so liegen gelassen. Das ist natürlich schlecht. Das müssen wir jetzt noch mal schnell uns überlegen. Das geht so nicht, ja. Das wäre ja Ressourcenverschwendung. Und es wird dunkel. Schnell ins Bett. Ja, RNA-Viren haben den Vorteil für uns, den Nachteil für die Viren, dass ihr Erbgut relativ ungeschützt ist und dass sie sich leichter zersetzen in die Hitze. Also, die halten nicht allzu viel aus. Das ist also der Vorteil für uns Menschen. Das heißt, im Sommer sollte die ganze Geschichte irgendwann mal vorbei sein. Wollen wir hoffen, dass die Wissenschaftler recht haben. Mit ihren Vermutungen. Das war jetzt Käse. Da kommt ja das Holz rein. Und auch hier machen wir dann Holz rein. Ja. Aber die Tür lassen wir noch mal offen da, bis wir das Lager umziehen. So, das ist schon mal fein. Dann können wir hier so Pfosten reinsetzen. Also, die machen wir relativ regelmäßig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Richtig, jawohl. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Richtig, jawohl. Ach, da haben wir breitere genommen. Dann müssen wir natürlich hier auch breitere nehmen. Eieiei. Also, nochmal das Ganze. 2, 3, 4, 5. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Und 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Wir haben also ja hier ein bisschen andere Abstände in dieser Richtung, das sind der anderen. Hier haben wir längere Fenster. Und hier haben wir schmalere. Also muss ich das alles hier nochmal neu machen.
Ja, genau, das haben wir ja da auch hier hingesetzt. Hier nicht. Ist das richtig? Passt schon. Genau, dann haben wir also das hier hin. Hier haben wir dann zwei Abstände für Birke. Und auch hier. Und dann haben wir hier, wie viele breite Fenster? Das sind vier breite Fenster. Hier sind es nur drei. Okay. Also vier breite Fenster. Zwei, drei, vier. Und dann passt es doch wieder. Immer noch Birke hin. So sieht das jetzt richtig aus. Hier tun wir Fackeln dran. Also, wie sagen die Virologen, das wird eine ziemlich üble Geschichte mit dem Virus. Also, man kann das vielleicht vergleichen mit der spanischen Grippe. Ja. Das Problematische daran ist, dass die Menschen keine Abwehrkräfte dagegen haben. Wenn man jetzt einmal infiziert wurde, dann entwickelt der Körper Abwehrkräfte, nicht? Ja, das könnten wir dann sogar symmetrisch machen irgendwie. Ja, haben wir jetzt auch Erde dabei, Upsa. Erde hatte ich doch da. Genau. Ob das jetzt reicht, schauen wir mal. Nein. Erde. So, bauen wir hier mal. Wir werden das hier mal geradeaus weiter durchbauen. Schnell mal hier alles abhaken. Das erstmal wegnehmen. Hier noch ein bisschen Erde rein. So, damit haben wir da schon mal alles soweit fertig. Und hier kommt dann. Das ist sogar symmetrisch. Ich werde verrückt. So.
Hier können wir dann Glasbausteine hinpacken. Man kann das hier offen lassen. Genauso wie wir es da auch offen haben. Ja, also wenn ihr junge Zuschauer seid, ja, dann habe ich keine Bedenken um euch. Es kann allerdings sein, dass der Körper, weil das etwas ist, das er nicht kennt, dass er da überreagiert. Und das ist wohl das Problem. Ihr wisst ja, was es bei Allergien ist. Da schwellen zum Beispiel die Schleimhäute an. Und das ist offenbar auch so bei diesem Coronavirus, wenn der euch befällt, dann reagiert euer Körper und manchmal reagiert er über. Das heißt, da schwellen Schleimhäute an oder irgendwelche anderen Sachen. Und die Schleimhäute, die da anschwellen, sind dummerweise dann die in der Lunge. Das ist das Gefährliche dabei. Dann lauern nämlich eure Lungenbläschen voll Wasser. Das macht nicht der Virus, sondern das macht wir gehen jetzt mal schnell nach Hause. Das macht also euer Körper, weil der allergisch reagiert. Nicht? Okay, das war's für die heutige Aufnahme. Wir sind auch schon über 2 Stunden wieder. Es ist 3 Uhr und was. Die Aufnahme war sehr erfolgreich. Wir haben dolle Sachen gefunden. Die liegen jetzt im Lager. Ich hoffe, da bleiben sie auch. Und ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Lasst euch nicht verrückt machen. Der Virus ist gefährlich, aber keine Angst, keine Panik. Ja, ihr seid jünger, die meisten jedenfalls, und ihr solltet das eigentlich gut überleben können. Tschüss, macht's gut, euer Norbert vom Kanal Opa spielt. Tschüss und bye bye, bis zum nächsten Mal.